Frau Marie-Liebesfiguren zu zeigen. Und das hat wirklich damit zu tun, dass, dass sie irgendwo gestört sind. Und, ich, und das ist mein Problem wahrscheinlich. Ich meine, dass das hauptsächlich an mir liegt oder an, so einer Figur, wie ich es bin. Verstehst du, wer bei Filmen machen, entscheide ich das allein, ob ich Spaß habe. Ich verstehe dich ja, du Armer. Ist alles auf Französisch. Aber du wirst es schon noch lernen mit der Zeit. Wie wär's denn... Wie wär's denn mit deinem Schildkrötensuppchen? Schildkrötensuppe? Ich erlebe eine Nudelsuppe. Also eine Konsommee mit einmal. Ich kann dich ja auch gar nicht verstehen. Weil ich sie ja nicht. Ach so. Ja. Du liebst sie ja nämlich. Was ist das? Was ist das? Ich. Jetzt. Er wollte sie im Körper nicht lieben, weil er dann enger mit ihm verbunden sein wird. Aber er wusste nicht, was er zu tun hatte. Da er sich stets nur passiv hingegeben hatte, schien es ihm unmöglich, einen Jungen zu ficken. Ich interessiere mich für alle erfolglosen Leidenschaften. Und in einem anderen Arbeitskreis. Da beschäftigen wir uns im Moment mit Bakunin. Der hat einen sehr interessanten Aufsatz über Grund und Boden geschrieben. Aha. Und zu welchem Ergebnis ist der gekommen? Dass die Erde allen gehört und nicht nur einigen. Ja, ich verstehe nicht recht. Sie gehört ja ganz offenbar nur einigen und nicht allen. Typischen Werte des Bürgertums. Sicherung ihres Besitzstandes, Ruhe und Ordnung im Lande, Treue der Obrigkeit gegenüber, Zuverlässigkeit und Strebsamkeit. Aber ist es nicht so, dass diese Haltung des Bürgertums doch letztlich direkt zum Dritten Reich geführt hat? Das gehört nicht hierher. Die Entwicklung des Dritten Reiches ist nicht unser Thema. Weil sich diese bis zu unserer heutigen bürgerlichen Gesellschaft fortsetzen lässt? Oder ist es nicht auch heute wichtig, die gleichen bürgerlichen Werte um jeden Preis aufrechtzuerhalten? Eben gerade jene Werte, die zu einem faschistischen Regime geführt haben? Ich sagte doch eben, dass es nicht hierher gehört. What this country needs is people who think positive, who are willing to work. Who look up to what we created and what our nation stands for. Bravo, Mamre! Thank you! Thank you for sharing. Thank you for sharing your wonderful post-imperialistic philosophy with us. Me. Me, myself and I. Der Arzt sagt, sie ist nicht ganz in Ordnung. Hat gesagt, schizophren. Sie ist verrückt. Habe ich es mir nicht immer gedacht. Mit der stimmt was nicht. Naja, immer nur Valium und all die anderen Sachen. Abzusehen war es ja.
I hate your attitude, your clothes. I even hate the way you look. You are a perverse bastard. Maybe you will be able to make something of yourself. The kind of weed that springs up from time to time in countries as fucked up as our own. You're a cashless sword, defensive!